Das stimmt. Wahrscheinlich mein USB. Wildes rumgeklickt. Backspace, Backspace. So, hallo, liebe Zuschauer, liebe Friends, Family und Fans, liebe Triple Fler, willkommen zurück zu einem weiteren Livestream von DesertForce.de hier im DCS-Bereich Digital Combat Simulator. Wir haben Donnerstag. Heute ist Araik wieder. As real as it gets. Genau. Auf Nevada, Nellis Air Force Base mit der Yak. Mal wieder ein bisschen Pattern-Work. Das ganze Araik-Ding hat sich übrigens geändert. Ich zeige euch das gleich mal. Gleich. Hacker. Ich nicht. Moment. Mit einem weiteren Parameter. Ich zeige das euch kurz. Wo kann ich das? Da. Ja. Araik. Das Araik Und bei hat sich Gelegenheit mal bei geändert dir auf den auf Desktop schmeißen, virtuelles dass die Sache verzweigen Jagdbombergeschwader 34 Allgäu, liebe Zuschauer. Muss ich mich jetzt Genau. hier Neuer per IP Discord. anmelden oder? Nee, ne? Für Ne, Leute, die brauchst Interesse eigentlich haben, nur können sich DCS gerne zu starten, melden. dann müsst ihr automatisch Ne? verbinden. Weil das ist Nein, offen für alle. Alle, servermäßig. die Bock haben, richtig ein bisschen real zu Oder ist das fliegen. mein Natürlich, Server oben? ganz real ist ja Doch, der natürlich nicht Server steht. möglich. Aber Aber. der heißt nicht mehr VD. Nein, der heißt jetzt VJBOK. Genau. Genau, könnt ihr euch melden, falls ihr da Bock habt, ein bisschen real zu fliegen, so mit der Jagd-Pattern-Work, dann C101, den 2, 3, 4, Einstieg stimmt. ins Chat-Ding und dann die F5 Tiger. Training, privates So Training, ist das ist ja mal interessant. ungefähr die Idee. Also den Servernamen, den trage ich auch immer im Briefing ein, ne? Der Na, steht direkt unter da. der Uhrzeit. Ganz Ach viele so. Sachen. Seht ihr hier, Jagd, C101, F5 sind die Ziele, das Schönen guten Ganze Tag. immer. Schönen Hallo, guten Rösti. sonnigen Abend. Air Traffic Control ist da. No, no. Jetzt sah jetzt hier in Arbeit aus. Fuck. Ja. So, jetzt könnt ihr das Briefing lesen. Im Briefing? Natürlich alles bis auf das Geblänkte. Wo ist das Briefing? Wir haben Im geblänktes? Kanalbriefing. Nein, jetzt muss ich noch den Flieger wechseln. Der Mann, der stresst Briefing. mich aber. Resistor, Beamer, Duffy, Banana. Jetzt ist Ja, richtig. sorry dafür, die Mission ist eh die falsche. Okay. 1.76 wurde soeben vor 10 Minuten veröffentlicht. Gut, dass ich den vor 15 Minuten angemacht habe, den Server. Ja, das war sehr. Eigentlich. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch kurz die Wege ein bisschen konfigurieren, aber das spare ich mir jetzt. Weil jetzt haben wir es ja eh schon kurz vor knapp. Das mache ich Zu einfach im Anschluss. spät. Ja, ich bin gespannt, ob das bei dir funktioniert mit dem Rotary-Ding, wie du dir das vorstellst. Ja, wenn nicht, dann mache ich jetzt nicht alles nochmal. Wahrscheinlich. Ja, Vielleicht hätte ich das erst ausprobieren sollen. Das wäre irgendwie eine Idee gewesen. Also Ja. habt ihr quasi drei Guard-Frequenzen, zwei Airfield-1-Frequenzen und zwei Nellis-Frequenzen. Ja, falls dir das aufgefallen ist, das eine ist ja UHF und das andere ist VHF. Ich überlege gerade, welche ich mir davon setzen soll gleich. Und dreimal darfst du raten, wie alt die Jack ist und Ja, welche okay, alles Frequenzen die klar. eindrehen kann. Lass mich mal raten, wenn das eine Funkgerät das hat, kann das andere Funkgerät das aber nur samstags. Genau. So in Außer, dass etwa, die Jack nur ein Funkgerät hat. Also kannst du jetzt überlegen, was samstags ist. ne? Ja, gut. Aber in welchem Frequenzbereich ist das denn also? VRF AM haben wir. Jo. Heißt, ihr So werdet wie die alles. 132er und 118er und so nutzen eher. Nicht nur eher, sondern genauso, wie ich es dir beschrieben habe. Und 145,3 dann noch, okay. 105, Und ja, Quad. genau, also wir 145. im, sag ich mal, im engeren 300. Umkreis der Airfields, so wie es in echt ist, Kontrollzonennähe, sage ich mal, natürlich die Airfield-Frequenzen und in der Luft dann die Guard-Frequenz, weil wir ja trotzdem Geschwader sind, beziehungsweise ein Wing, der miteinander übt und miteinander fliegt. Okay, dann mache ich quasi Nellis Tower, Creech Tower und Las Vegas Radar oder wie auch immer. Genau, Las Sind die Vegas dann Raider in dem dabei? Fall dann auf Guard natürlich. Ja, genau. Du machst einfach, keine Ahnung, Military Training GCI. Stellt sich Nellis hinter diesen eins, Wollt ihr denn drei. ein Flight sein oder wollt ihr
Also ein Flight wird ja heißen, nur einer funkt, oder wollt ihr, also will jeder funken? Es soll eigentlich im Prinzip mehr oder weniger jeder funken. Aber das, wir schauen dann. Schau mal die Cam aus. Die braucht ihr ja nicht mehr. Ich musste kurz ein paar Sachen vom Briefing aufschreiben. Wie dunkel ist das denn? Die SERA-Richtlinien für Formationsflug und wie das im Funkverkehr dann läuft, zumindest europaweit nochmal durchgelesen. Okay, das also. Kann ich ja. Halbwegs. Ah, perfekt. Also, ich will gleich vorweg sagen, ich wollte euch nicht quälen. Aber es ist dunkel. Ich habe geschaut, wann die meteorologische Dämmerung beginnt und wann die navigatorische Dämmerung beginnt. Und es stimmt, kann irgendwie nicht so ganz stimmen. Weil am 12.12.2019, den wir heute haben und der in dieser Mission gesetzt ist, ist Sonnenaufgang eigentlich schon um 5.19 Uhr oder 5.29 Uhr oder so. Und ich habe 6.30 Uhr gesetzt, um extra Puffer nach oben zu haben. Wie heißt der Server denn? V-Jabok 34. Okay. Wie zu erwarten. Ja, David, du kannst von mir aus auch schon mal die Pause rausmachen, weil desto schneller wird es dann natürlich auch hell. Ja, das macht Sinn. Ich muss da eben da was... 7. Moment. Ah, wir haben eine Taschenlampe, die muss reichen jetzt. Gibt's ein neues Passwort? Steht alles im Briefing. Oh. Moment, Jack hat eine Taschenlampe. Darfst aber die Blanks nicht drücken, ne? Das ist verboten, ja. Ja, ja, das ist, da wird er ganz richtig. Das Passwort ist bei mir so ausgeblendet. Ja, darfst du nicht drücken. Ja, da darfst du drauf drücken. Denn auch das Blank, du darfst nur auf die Blanks von mir. Ihr seid scheiße. Gott. Do you want to update 1.7, 1.2? Ist das noch abwärtskompatibel oder? Ich glaube ja, 118, aber Update ist ja auch nicht so wahnsinnig. Ich muss mir mal endlich so eine Card machen hier aus, weil für Araik. Öffnet euch an, No-Fly-Zone, Zeug. Böse Sachen, Creech. Frequencies, also, wo ich war, wir sind jetzt V-Jabok 32. Das gibt's ja nicht. Nicht mehr speziell Araik und das Ganze ist offen für alle. Also, auf der F10-Karte wenn drauf, irgendwer Bock hat, irgendwer. Auf der F10 nicht, aber du kannst die anhand von den Parkpositionen ausmachen. Irgendwer Bock hat, ein bisschen realer ja, zu fangen. Ja, die Parkpositionen fangen ja mit dem Buchstaben an. Ah, okay. Das ist ja im Prinzip auch dann der an welchem Taxiway die steht. Okay. Also für Nellis sind sie sowieso im Briefing. Und für die anderen Plätze, du kannst ja, bis wir jetzt erstmal irgendwie alle bereit sind, in irgendeinen Flieger gehen und dir kurz auf dem Kniebrett irgendwie rausgucken. Oder ansonsten... Ich habe kein Kniebrett, denk dran. Oh, lass mich überlegen. In dem Flieger hast du einen. Im Flieger. Verstehst du? Ja, kann ich machen. Ich dachte nur, ich würde in den Feldspeer gehen, weil ich sonst ja nachher irgendwann in Terrain Masking komme. Okay, also ich kann... Schau mal, ich finde schon was. Knopper. Genau, wenn ihr wer Bock hat, ne? Ein bisschen realer zu fliegen. Also wie die Taschenlampe anmacht, wisst ihr, oder? Alt, ja. L, ne? Genau. Ich weiß, links, Alt und L. Links, Alt, L, ja. Ihr habt Alt, L auf eurer Taschenlampe? Jupp. Ja. Okay. Aber links, Alt, ne? Ich habe auf meiner Taschenlampe nur ein und aus. Alt-L auf der Taschenlampe. Nicht auf der Taschenlampe Alt-L. Ah ja. Ich sehe. Also ich hätte jetzt hier eine Chart online gefunden. Ich weiß natürlich nicht, ob wo das ist jetzt Nellis. Nellis Air for Base. Für welchen Platz? Nellis.
Taxiway. Ja. Du kannst halt, mach doch einfach mal ein paar F10, mach doch mal ein paar Markierungen auf der F10-Karte und schreib da rein, wie sie auf dieser Chart, die du da hast, heißen. Und dann vergleichen wir das mit dem, was wir in unserem Ingame-Kniebrett hier sehen. Alles klar, Sekunde. Ich starte eben. Wie viel musst du noch starten? Aber der Text, aber ich kann ja schon mal sagen, der lange Taxiway parallel zur 21 rechts bzw. 3 links ist Foxtrot. Ja, das stimmt. Dann ganz oben bei 21 rechts ist Echo. Echo. Mhm. Dann Delta. Delta, Bravo. Einer, der kreuzt, ist Taxiway Bravo. Mhm. Ganz unten kreuzt Taxiway Alpha. Genau, ja. So wie wir es hier auch haben. Ja. Ja, gut, das geht. Dann mache ich das gleiche noch für Creech. Und dann haben wir das. So. Test. Aber erwarte nicht zu viel Expertise von uns. Also die anderen beiden haben das noch nicht so oft gemacht. Kriegen wir hin. Und ich habe es in letzter Zeit nicht so oft gemacht. Aber Englisch? Gerne. Okay. Ja, mit Rücksicht auf Resistor würde ich sagen, nicht zu viel. Kriegen wir hin. Ja, wenn es komplizierter wird, dann auf Deutsch halt. So wie es, so machen wir es ja. Das ist ja heißt Denglisch, cool. Okay, alles klar. Denglisch, genau. Spawnpunkten hast du ja nicht gerne, ne? Ich sehe, wir sind da wieder bei F161. So ist das. Und nicht anders. Genau, wie geil. So, ich habe rausgefunden, die Ding hat übrigens ein Ambient Pressure, ein Ambient Temperature, also Outside Air Temperature Gauge, direkt neben der Öltemperatur. Was ist das? Okay. Ja, solange sie nicht läuft, so. Nur, oder? Nur solange sie kalt ist. Pass auf. Solange sie nicht läuft, zeigt die Öltemperatur und die Zylinderkopftemperatur auch die Außentemperatur. Mhm. Aber wenn das einmal läuft, dann wird das ja wärmer. Aber links neben der Öltemperatur ist trotzdem noch eine ganz normale Außentemperaturanzeige. Oh ja. Hatten wir das nicht bei den ersten Malen auch so gehabt? Das war doch, meine ich, irgendwie klar gewesen. Aber ihr könnt auch einfach links Alt und B drücken, dann kommt ihr in das DCS-Briefing und da steht auch die Außentemperatur eigentlich. Und ich habe die Außentemperatur steht ja auch auf dem Discord in meinem Wetterbriefing. Da seht ihr auch, wo der Wind herkommt und wie viele Wolken wir haben und wie hoch die sind, wobei das passt irgendwie nicht. Also diese DCS-Wolkenangabe, in echt wäre das jetzt few bis scattered, also quasi ein bisschen weniger oder die Hälfte Himmelbedeckung. DCS denkt jetzt, das wären 8 von 10. Also 8 von 10 ist normalerweise schon fast Vollbedeckung. Da hast du gerade so nochmal irgendwo ein blaues Loch. Mhm. Also das passt irgendwie. Yeah, that's Ryak 52, that's right. Das Einzige, was man sich irgendwie anscheinend aufschreiben sollte, wäre die Ambient Pressure, aber ich überlege gerade, wo ich die sehe. Ich habe übrigens auf diesem Yak-Checkliste von dir nochmal geguckt wegen der Vergaserheizung. Das steht nämlich da drauf. Und es steht, dass man die eigentlich nur anmacht, wenn man weniger als 1 Grad hat. Außentemperatur? Ja. Ah, interessant. Ja. Dann kommt das wohl aufs Das Startup and Warm-up steht da weniger als 1 Grad Außentemperatur, dann Vergaserheizung an. Sonst aus. Okay, dann füge ich das nochmal irgendwie ein. Ja, das ist drin. In diesem Ding, was du gepostet hast. In diesem Normal Procedures Yak 52. In der Cloud. Hey, da ist er drin. Nicht in der 18, ne? In der Yak muss ich, ne? Genau. Achso, ich bin Chevy One, bin ich, ne? You stupid headless freaks. Diese Ambient Pressure wären 716. Okay. Yeah, but you have to send me the links private because all links are disabled in the chat. Ja. And thanks for the follow, man. Yes. So, ich höre da noch keine Motoren hier, ne? Das ist mir jetzt auch noch ein bisschen zu. So, ja.
Schon ein bisschen dunkel, dass das Ding kein Licht hat, ne? Das wird hart. Meine Taschenlampe ist kaputt. Rolle als taktischer Commander ist richtig, oder? Ja. Okay. Ah, jetzt geht's. Jetzt bin ich gespannt, ich habe das noch nie mit ATC gemacht. Ja, Mann. Honky Tonk. Als erstes bin ich dann auf Nellis, which is 132,55. Ja. 132,55. Gucken wir mal. Mit ATC heute. Habe ich noch nie gemacht. Rösti macht den ATC. Es ist Nacht und der Flieger kein Licht. Es wird spannend. So, die machen mal Saft an. Dann mache ich hier auch Saft an. So, nach vorne. Ein bisschen Speed. Den hier. Nellis Tower, Chevy 2-1, Type Yak 52, Parking Position, Foxtrot 161, requesting startup. Last station, save Bloodline, is it Chevy 2-1? Affirmative, Chevy 2-1. Chevy 2-1, you are cleared for startup. Say your intentions, oder? Genau. Intentions are VFR flights in the area. Ja. Okay, copy that. Local flight. Ah, die Platzfrequenz. Platzfrequenz, ist das die 132,50? 550? Nee. Ja, genau. Doch, ist sie? Ja. Genau. 132. Siehst du auch auf der F10-Karte immer. Ja. So, Stall Warning. Boah, das wird ja lustig, wenn du die Instrumente nicht siehst im Flug, ne? 1, 2, 1, 2. Radio check is 5. Sauber. Sauber. Dann gehe ich hier aus. Soll ich raus aus Discord oder? Nee, noch nicht, ne? Aber jetzt kann ich auch. Chevy 1-2 checking in on frequency 132.55. Chevy 1-2, this is Nellis Tower, good day. Copy. Das wird spannend. Mit Tower, mit ATC habe ich noch nie gemacht. Oh Gott. Oh Gott, der Rösti. So. Also ich kann jetzt hier auch keinen Kanal ändern. Ich muss jetzt immer, wenn ich den Kanal ändern will, muss ich immer rumschrauben dran. Ja. Ach, das ist doch kacke. Dann ändere ich jetzt keinen Kanal. So, fertig. Ja, pass mal auf, das ist so, also wenn du an einem Platz bist, dann funkst du auf der Platzfrequenz. Verlässt du diesen Platz, würdest du normalerweise im zivilen Leben entweder mit einem Air Traffic Controller, der quasi Flugbewegungen lenkt, machen, also so Traffic Information Service nennen wir das. Da wir aber militärisch ja üben, gehst du auf die Guard-Frequenz, wenn du die Platzfrequenz verlässt. Und wenn du wieder bei irgendeinem Platz ankommst, dann gehst du wieder auf die Platzfrequenz, die der Platz hat, wo du ankommst. Wenn ich also starte, dann muss ich auf die Guard-Frequenz. Nein. Du bist doch jetzt auf einem Flugplatz. Wer will denn wissen, was du auf diesem Flugplatz machst? Der Typ, der auf dem Flugplatz hockt, oder der Typ, der irgendwo am Arsch der Welt sitzt und einfach nur Flugzeuge von A nach B schickt? Ja, der auf dem Flugplatz hockt natürlich. Siehste. Ja. Ja. Gut. Easy as pie, my friend. Easy as pie, leicht ist. Yeah.
So, ein bisschen. So leicht wie Pi. Ach so. Ein Drittel ab hier. Das läuft alles. Was sagt denn, dass Pi okay, einfach ist? Okay. Ja. Wenn du mal wüsstest. Ja, wenn ich mal wüsste. Ich sehe meine Instrumente nicht. Die Taschenlampe. Ja, im Flug? Ja. Ja, wird ja gleich hell. Guck mal, da hinten geht schon die Sonne auf. Bist du schon gestartet? Jemand? Nee. Ich? Das wäre ja was, wenn da schon einer starten würde. Ja, ne? Bin schon wieder gelandet. Die Taschenlampe aus dem Flugzeug halten. Ich war letztes Mal der so. Erste. Ich muss nicht wieder der Erste sein. Stell dich nicht so an. Nochmal zum Rekapitulieren. Also diese Funkmeldungen, die gehen los bei Downwind, ne? Hatten wir gesagt, ne? Downwind Base and Final, ne? Oder? Wenn du die Platzrunde machst, ja, genau. Richtig, wenn genau. Du die Platzrunde machst. Ansonsten kannst du dir, hast du zwei Bildschirme eigentlich? Ja. Ja, dann wäre es wahrscheinlich praktisch, wenn du dir einfach diese Ausbildungs... Dass das bei der Ausbildung steht, dass das Funkschema, das ist noch in der Arbeit, aber. Ist das was ihr selbst geschrieben habt oder ist das. Wo ist denn das? Bei Ausbildung. Ja, bin ich gerade drin. Nee, bin ich nicht. Bei Ausbildung ist es so, ja. Du hast erstmal die drei Ausbildungsbestandteile. Warte mal, eins. Genau, dann hast du das. Hast du die Radio Communication? Das ist wie du funkst sozusagen, dein Funkschema. Ja. Ja. Aber das ist noch in Arbeit, aber so machen wir es jetzt erstmal. Mhm. Und dann hast du unten bei Funk noch Tipps. Richtig. Oh, Banana. Cool. Bitte? Bist du gerade losgerollt? Wer ist gerade losgerollt? Irgendwer ist gerade losgerollt und steckt, glaube ich, da in einem anderen Flieger fest. Nee. Oh, das könnte ich sein. Nee. Doch. Doch, ich bin das. Jo. Was ist das denn? Ich habe gerade nichts gemacht am Gas hier. Da rennt er einfach los, ey. Der steht doch gerade noch hier. Oh, das ja, das habe ich erzählt. Das sieht gut aus. Shit. Ah. Ja, gefällt mir. Banana, ich habe dir auch mal was auf WhatsApp geschickt. So ein paar Unterlagen, die ein benachbarter Verein mal erstellt hat. Kannst du dir mal anschauen, wenn du nachher mal Zeit hast. Ist das über Funk, Sprechfunk? Okay. Ja, das ist original. Damit, also nicht 1:1, aber damit haben wir für die reale VfR-Prüfung gelernt. Der VfR-Funk, dieser Basic-Kram, ist ja quasi das, was wir hier brauchen. IFA-Verfahren brauchen wir ja nicht. Ja, das ist, so ist es quasi auch erstmal angehalten, aber halt in gekürzter Form. Aber das ist gut, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich dürfte sowas eigentlich auch noch irgendwo rumfliegen haben. Aber ich habe gerade einen ehemaligen Tornado-Fluglehrer an der Hand, mit dem ich sehr gut zurechtkomme. Und der, den will ich so ein bisschen, ich habe ihn schon vorgewarnt, dass er mir so ein bisschen militärisch das aufschreiben muss. Weil militärisch, das ist ja kein richtiges IFA und irgendwie so ein abgehacktes, gekünsteltes VFA quasi. Also selbst wenn die IFA fliegen, dann kriegen die trotzdem eine IFR-Clearance, die super kurz ist. Dann sagen ich bin blind in dem Flieger, Alter. On JAXA 8 oder so. Und dann fliegen die halt diesen JAXA 8 Departure. Und den musst du halt abfliegen können. Aber so richtig krass IFR-Funken tun die ja nicht. Ja, ja, klar. Aber so das Prinzip, dass man zum Beispiel den ersten Funkspruch, den man überall macht, ist ja zum Beispiel, man sagt nicht direkt was, sondern man funkt so zum Beispiel rein. Nellis Tower Chevy 2-1. Mehr nicht, dann wartet man auf eine Antwort, bis man identifiziert ist. Und dann kommt der Funkspruch, der eigentlich dann interessant ist. Solche Sachen stehen halt ganz gut drin. Ja, das stimmt. Das haben wir uns jetzt tatsächlich gespart, weil wir ja meistens ohne ATC fliegen. Das ist ja jetzt eher so eine Ausnahmegeschichte gerade. Okay, dann Brake Check, Flight Controls Check, Turning Instruments Checked. Können wir die mal testen? Ich bin aufgeregt. So, ich werde mich mal muten hier im Discord. Ich bleibe im Discord ansprechbar übrigens, also falls was ist. Ja, ich, gut. Und dann gehe ich auf meine... Ich bin dann auch auf der Frequenz und dann hören wir uns an.
Der hat ja keine Bremse. Doch, der hat ja auch sicher keine Bremse. Ja, das Traffic, Chevy 22 checking in. Chevy 22, das ist Oh, ich muss den muten hier. Moment. Jetzt muss ich erstmal wieder. Chevy 22, Yak 52, one person on board, VFR for local cross country flight to Henderson and Jean, request taxi and address running. Will er haben von uns? Chevy 22, that's copied. You're going to airport Henderson. Report ready for taxi and standby. And Chevy 22 QNH is 3028. Briefing. Can I read the mission charts and get now and then here? Not in the traffic pattern. Chevy 22 just for the record, startup, QNH taxi is and takeoff. Flyer route is briefed in cockpit. Be advised, I've set my altimeter on QFE setting 716. And Chevy 22 is ready for taxi, and next desired waypoint is Mountain Springs. Alter, was labert der? Ich verstehe nur Bahnhof. That's copied. Taxi holding point, runway 03 left via Foxtrot. Chevy 22, please say again. Chevy 22, taxi holding point, runway 03 left via Foxtrot, report ready for departure. Wir haben keinen Auftrag erhalten. Chevy 22, just to confirm 03 in operation, I thought 25. Alter, der labert! Standby checking. Cross Country. Was zur Hölle ist Cross Country? Chevy 22, cancel taxi clearance, re-cleared towards runway 21 right, taxi via Foxtrot towards holding short, holding point runway 21 right. Chevy 22, via Foxtrot, holding point 21 right. Ich hab keine Ahnung, was er von uns will. Briefing. Can I read the mission charts and get now on the run? Nellis Power, Chevy 21, request taxi to runway. Chevy 21, good day, this is Nellis Power. Taxi, holding point, runway 21 right via Foxtrot. Gleich mal einmal. Pattern work hier. Taxi to holding point, runway 21 right via taxiway Foxtrot. Chevy 21. And Chevy 21, just to confirm, you have the same routing as Chevy 22. Affirmative. Chevy 11, engine running, all green, ready to taxi, runway 21 right. Ich weiß nicht, was er von uns will. Chevy 11, good day. Taxi holding point, runway 21 right via Foxtrot. And Chevy 11, hold position. Chevy 22 für Chevy 12. Will er nicht? Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Route fliegen wie im Cockpit. Banana. Sehr gern. Banana, du hast uns noch keine Aufgabe zugeteilt. Alle Mann hinterher. Copy. Nellis Traffic, Chevy 12, ready for taxi. Chevy 12, clear taxi, holding point, runway 21 right via Foxtrot, follow 3 yaks ahead.
Cherry 12, copy taxi 212 right. Keine Ahnung. So, jetzt habt ihr euch ja alle angemeldet, das heißt, jetzt kann ich mit euch allen dann noch sprechen. Go ahead. Wollte gerade irgendjemand was sagen? Negativ. Okay. Banana, confirm call sign, Chevy 22 or Chevy 21? Confirming Chevy 22, Banana. 1-2 right über F wollt ihr haben, ne? Also, passt auf, wir machen einen Cross-Country-Flight, das heißt, wir fliegen ein bisschen rum. Ihr seid jetzt alle am Rollen, es bietet sich immer an, wenn wir jetzt eh so weit hier nach hinten rollen müssen, dass wir das Briefing dann machen. Wir machen ein Departure auf der, also wir starten von der 2-3 rechts. Danach drehen wir nach rechts ab, und fliegen über ein, zwei, schrägstrich drei Punkte, die ich gleich auf der F10-Karte noch markieren werde. Und unser erstes Überflugziel ist der Ort Crystal Springs. Markiere ich euch auch auf der Karte. Liegt ungefähr west-südwestlich von hier, bis südwestlich. Von Las Vegas aus gesehen auch. Von da aus fliegen wir dann wieder mehr oder weniger zurück, direkt Richtung Osten zum Henderson Airport. Am Henderson Airport wird uns der freundliche ATC-Controller begrüßen. Wir melden uns ganz normal an. Ich mach's vor, Duffy macht's nach, danach machen es die anderen beiden nach. Und wir werden dort landen und uns ein bisschen Treibstoff holen. Und danach gehen wir direkt nach Jean. Jean ist nicht so weit weg, das ist direkt südlich von Henderson eigentlich. Genau. Und wenn wir dann gleich am Holding Short stehen, werde ich noch die Wegpunkte für uns markieren. Die Aufgabe heute besteht darin, dass wir, wie gehabt, ganz normal starten, unsere Maschine unter Kontrolle haben. Das ist die erste Priorität. Zweite Priorität ist, dass ihr Höhe und Kurs versucht, relativ genau zu halten. Und die dritte Priorität wäre dann, wenn ihr das alles im Griff habt, zu schauen, dass ihr die Wegpunkte, die ich euch markiere, abfliegt. Ihr werdet es relativ leicht haben, weil ich und der Duffy fliegen voraus, allen voran ich, der Duffy. Wir machen eine offene Formation, wir machen keinen engen Formationsflug, also bitte keine Kunststücke. Und, dann war... Chevy 22, you may take next taxiway to the right, taxi via, taxi next right, holding short, runway 21 right. Chevy 22, taxi next right, taxiway is Delta, you were looking for. Delta? Oh yeah. Delta rüber, copy. Chevy 11, next taxiway right onto Delta, follow Chevy 21. Also nicht bis hinten hindurchfahren. Bitte wiederholen. Ich sag nicht bis ganz hinten durchfahren. Genau. Chevy 11, continue taxi and next taxiway to the right. Next taxiway is taxiway Delta. Follow Banana. Alter, wieso bremst du? Bester, das ist hier noch nicht Delta. Du musst noch ein Stück weiter. Ja. Jo, mein Motor ist aus. Bitte was? Ich sag, mein Motor ist aus. Okay, dann taxi ich mal weiter. Chevy 21, same for you. Next taxiway, right onto Delta. Next taxiway, right on Delta, Chevy 21. Chevy 12, follow company ahead. Chevy 12, copy. Falling. Ein bisschen zu wenig Stoff gebe ich hier. Ich gehe immer wieder aus, ich muss das Flugzeug haben. Kacke. Kühlung aufgemacht.
Fahrzeug ist immer noch dunkel wie Hölle hier. Ja. Ich sehe gar nichts. Oh, der Taxiway. Wieso ist die Scheiße nicht beleuchtet hier am Boden? Gott. Also sieht hübsch aus. Bisschen mit Wolken hier. Guck. Ich hab Glück. Ich wäre fast in Resistors Arsch gekracht, weil er so dunkel war. Ich wünsche mir ein Night Vision hier. Ich hätte vielleicht die Staurohrheizung noch nicht anmachen sollen, ne? War ein bisschen früh. Die kann ja überhitzen. Ja, nu. Okay, dann werde ich mir gleich angucken, was der Banana da markiert hat. Boah, diese Bremsen. Ich habe die eigentlich ziemlich fein eingestellt. Aber es ist krass, wie das Ding hüpft hier. Wenn ich so ein bisschen drücke, ne? Wir lassen mal genug Spacing dazwischen. Wenn ich hier in die F10 gehe, ich plötzlich rumroll. Ich habe nämlich das Prinzip von der Parkbremse von der Jagd noch nicht ganz verstanden. So. Er hat da also südlich dahin. Okay. 1, 4. Okay. Okay. Mountain Springs 4. Copy. Chevy 22 for Chevy 12. Standby 1. Standby. Jetzt wird's hübsch. Guckt's euch an. Jetzt wird's hübsch. Ah, wie schön. Oh, wir haben Wind. Chevy Tutu. Ja, Banana, gibst du dann Frequenzwechsel und so durch und brauchen wir eine andere Frequenz noch für den zweiten Airport, die wir jetzt noch nicht haben? Ja, die brauchen wir noch. Die findet ihr auf der F10-Karte raus, wenn ihr auf den Flugplatz klickt. Ja, copy. Wenn ihr mit Radar bzw. Tower fliegt, kann, sag ich euch auch die Anweisung, also sprich den, die Angabe zum Funkwechsel. Wir nutzen jetzt für Radar die Guard-Frequenz ja auch, das ist 145.300 und das gebe ich euch dann durch, wenn ihr gestartet seid, dass ihr darauf wechseln sollt. Banana, bitte bestätigen. Ja, das ist so in Ordnung. So, ich rolle schon wieder. Ich komme. Henderson. 1, 2, 5, Punkt 100. Chevy 11, you're clear to taxi towards holding point runway 21 right via taxiway Foxtrot and Delta. Anderson wollte, ne? Ja, copy. Spannend. Also 1, 2, 3, 4. Ich muss mir unbedingt, ich muss mir noch mehr so Marktkarten machen. Ich habe mir das jetzt hier, ich kann das mal zeigen. Ich habe hier so ein
Whiteboard, na, 4 Whiteboard, aber mir jetzt not gemacht. Ich auch einen Game Master wechseln, weil ich glaube, dann kann ich in die F2-Ansicht und könnte Bilder machen. Okay. Habe ich mir jetzt mal die Airfields aufgeschrieben. Ich habe eben auch für die taktischen Dings habe ich sowas hier. Vorbei. Nächste kann ich dann rein, ne? Mit Waypoints, Schiffen etc. Und hinten, das ist für Hoggett, den Server, die ganze Kommunikation für Hoggett. Persian Gulf at War. Die Städtchen, die rechts neben dir stehen, zeigen dir auch an, welches der Taxiway ist. Genau. Resistor A-Firm. Next X-ray to the right is Delta. Caution, you are very, very fast. Alter. Mach ein bisschen langsamer. Oh, ich glaube, die Handbremse funktioniert nicht immer so toll, ne? Resistor, halte ich rechts. Oh. Jetzt geradeaus. Seht ihr das? Resistor, hast du die 3 Jagd 52 vor dir in Sight? Dann reite ich dahinter ein. wer will denn hier mit mir kuscheln? Ja, ich habe gerade gesagt, die Parkbremse funktioniert nicht immer gut. Ich war in der F10. Das nächste, was ich sehe, ist ein Flügel hier. Also nur generell. Ich bin da. Okay. Generell gesprochen, erstes Mal keine Eile. Wir warten auch auf die letzten. Und zweitens mal an euch alle hintereinander. Mehr Abstand ist immer ein bisschen besser. Gerade wenn wir Jets haben und so. Und auch mit diesen Propellerflugzeugen. Also. Ungefähr hätte ich gern den Abstand zwischen mir und Duffy, wenn nicht sogar zwischen mir und Resistor, zwischen zwei Flugzeugen. Auch wenn man das auf so kleinen Flugplätzen manchmal anders sieht. Ah, copy. Ich hatte mal den Abstand. Ja, okay. Einer von euch steht da sehr quer da. Ja. Ja, da bin ich. Nee, mir hängt mit einem Fahrwerk runter. Oh, ist jetzt mein Fahrwerk am Arsch? Ja, Landsteamer. Okay. Ja, Schlagseite. Rechte Seite ist tiefer. Copy, ich beeile mich. Unglaublich, die Mühle. Stopp. So, Frequenz. Cherry 12 checking in on frequency 13255. Cherry 12, good day. This is Nellis Tower. Cherry 12, copy. Request taxi to active runway 21 right. Cherry 12, taxi holding point runway 21 right. Via taxiway Foxtrot and use intersection Delta. Cherry 12, copy, taxiing via taxiway Foxtrot 221 right. Ja, ich musste nicht mal pumpen, habt ihr das gesehen? Mir muss dann einer erklären, wieso da bei Duffy nichts kaputt ging.
ist aus. Also, dann geht's weiter im Text. Habt ihr von vorhin alles verstanden und verinnerlicht? Ja, wir folgen euch. Irgendwie geht's jetzt nach Crystal City oder so? Ja, Mountain Springs. Ich habe die Wegpunkte auf der Karte markiert. Der erste Wegpunkt liegt mitten über der Stadt. Das ist eine große Autobahnkreuzung. Ja, copy. Ihr braucht nicht alles bestätigen, ich werde noch ein bisschen mehr reden. Das erste Heading nach dem Departure ist 237 Grad. Das ist unser erster Wegpunkt, 237, und dann versuchen wir diese Kreuzung zu finden. Danach geht's dann weiter zum nächsten Punkt. Mhm. 249 Grad. Der nächste Wegpunkt ist so ein großes künstlich angelegtes Wasserbecken in einer sehr extravaganten Form, also irgendwas Künstlerisches, ist ein Golfplatz oder sowas, keine Ahnung. Kann man auf jeden Fall auf der F10-Karte gut sehen. Ihr könnt auf der F10-Karte allgemein immer nachschauen, wenn ihr oben rechts auf SAT schaltet, also auf das Satellitenbild, dann seht ihr es so, wie ihr es auch seht, wenn ihr hier aus dem Flieger schaut. Das heißt, das ist immer ganz gut, um Wegpunkte zu erkennen. Oh, guter Mann. Ja, sehr gut. Also erst 237, dann 249, danach geht es dann weiter. Wir versuchen die Punkte zu finden. Ihr schaut immer schön aus dem Fenster und gleichzeitig schaut ihr in euer Flugzeug. Ja, machen wir. Und 2 Copy. Reisegeschwindigkeit werden so um die 210 km/h sein. Wir machen so, wie es in der Checkliste steht. Ich versuch's dann zum Leidwesen von Rösti alles über den Funk durchzugeben, was ich gerade so mehr oder weniger mache. Die Höhe, mit der wir zum ersten Wegpunkt fliegen, ist unsere Platzrundenhöhe bzw. 500 Meter. Danach steigen wir dann auf 1000 Meter. Für den Reiseflug. Wir gehen aber nicht über 1000 Meter, weil sonst kommen wir in die Anflugsektoren von den anderen Flugplätzen. Beziehungsweise ab dem Wegpunkt 1 steigen wir dann langsam von 500 auf 1000 Meter. Höhenangaben bei mir bitte dann requesten. Meinst du in Fuß dann oder was meinst du? Ich kann beides. Sehr gut, okay. Welche Höhe willst du beim Exit Point haben? Die üblichen 2200 Fuß? Ja, 2200 erstmal. Okay, das wäre das krass, die labern Sachen, ihr Pilotage-Zeug, ich habe keinen Plan, was die labern, aber alles easy clap, machen wir schön. Ach so. Und zu deinem Leidwesen, wir haben jetzt alle unsere Höhenmesser auf QFE gedreht. Da haben wir jetzt 176, das heißt, wir bräuchten dann rein theoretisch auch das QFE von Henderson, wenn du das rauskriegst, in Millimeter Quecksilbersäule. Also ihr fliegt alles in QFE, confirm? Ja, confirm. Grund ist, dass wir dann später militärisch sowieso nach QFE fliegen. Ja, ich versuche das umzurechnen, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich versuch's mal. Beziehungsweise was wir machen können, ist, wenn wir aus der Kontrollzone rausfliegen, stellen wir von QFE auf QNH. Können wir von mir aus auch machen. Dann fliegen wir von Nellis aus mit QFE und danach dann mit QNH weiter. Okay, dann erstmal mit Nellis QFE. Banana, der Exit Point ganz kurz, wo ist der? Ich hab die. Der ist auf meiner Karte nicht drauf. Ja, warte mal kurz. Nellis Traffic, Chevy 12, holding short runway 21 right. Chevy 12, that's copied. You are number 4 for departure. Also ich.
Ja, go ahead. One, two. Der Exit Point nehmen wir an, ist Waypoint 1. Ich habe keine Chart, wo der Exit Point, der VFR Exit Point von Nellis drauf ist. Okay, Exit Point ist dann Wegpunkt 1. Oder ich kann euch auch einfach so freigeben. Ich sage euch dann eine Höhe, sage euch dann, wen ihr rufen sollt und dann kriegen wir das schon hin. Verstanden. Okay, Chevy 22 holding short runway 2521 right in Echo, ready for departure. Chevy 22, runway 21 right, you are cleared for takeoff. 21, cleared for takeoff. Chevy 22. Chevy 21, behind departing traffic, YAC 52 ahead, line up and wait, runway 21 right. Line up and wait, runway 21 right, Chevy 21. So, das ist der Banana. Das ist der Duffy. Das ist der Desistor. Das ist echt viel Gelaber hier mit dem ATC. Schon krass. So, Takeoff. Ungefähr auf ein Drittel. Last Pre-Flight Jacks. Kühlung an. Zeug alles an. Radio an. Der ist noch ein bisschen kalt, das ist kein Problem. Der kommt aber. Flaps machen wir gleich an. So, jetzt fliegen wir einzeln hier. Chevy 11, ready to line up, oder? Ja. Chevy 11, hold position. Chevy 22, proceed direct, waypoint 1, climb 600 meters on present QFE. Chevy 22, climbing 600, proceeding waypoint 1. Wir haben ein bisschen viel Spacing. Ich werde das Zeug nie finden. Chevy 21, runway 21 right, you're cleared for takeoff. After departure, heading direct waypoint 1. Chevy 21, cleared for takeoff. After departure, proceeding to waypoint 1. Ich werde das Spacing ist viel zu groß. Ich werde die nie wieder finden in der Luft. Nie wieder. Ich meine, der Banana ist schon irgendwo. Chevy 11, line up and wait, runway 21 right. Okay, Chevy 11, line up. Krass. Chevy 22, got now radar on frequency 145.30. Chevy 22 contacting radar on 145.3. Goodbye. Chevy 11 ready for takeoff. Ja. Genau. Chevy 11 hold position. Break, break. Chevy 21 climb 600 meters on present QFE. Proceed direct waypoint 1. Chevy 21, climb to 600 meter, proceed to waypoint 1. Nellis traffic, be advised, unable to dial frequency 145, new guard frequency is 13655. 13655. Chevy 11, runway 21 right, you're cleared for takeoff. After departure, direct waypoint 1. Ja,
Mach ich. Ich werde ja, das die neue Guard 136.5. Krass. Na gut, ich meine, ich habe das Heavy-Ding, 237, er wollte irgendwas auf 2000 gehen oder so. Werden wir sehen, wir werden aber mal fliegen. Wir werden mal dieses Ding suchen hier und dann dieses Tümpel-Ding suchen. Und dann weiß ich ja noch nicht. Gucken wir mal, wie kriegen wir das schon hin? Und wenn man Henderson will irgendwie landen, dann... von der linken oder rechten. Schau mal, die neue Guard-Frequenz war gewesen. 136. Ich hab's gerade auch nicht verstanden. Sima, hast du die Guard-Frequenz mitgehört? Copy. 136.55 hat er gemeint. Copy. 136.55. Roger. Jo, copy. Resistor, remain this frequency, proceed direct waypoint 1. 600 Meters. Copy. Chevy 2-1, Nellis Tower. Chevy 1-1, change frequency to 13655. Negative, remain this frequency. Chevy 2-1, Nellis Tower. Chevy 2-1 hört. Chevy 2-1, kannst du bestätigen, vergessen. Guard-Frequenz 13655, hast du das gerade auch so gehört? Ja. Chevy 2-1, contact radar on frequency 136.55, good day. Contacting radar on 136.55, Chevy 2-1, bye-bye. Nellis Traffic, Chevy 1-2, holding short, runway 2-1, right? Chevy 1-2, surface wind is calm, you're cleared for takeoff, runway 2-1, right, after departure, direct waypoint 1. Chevy 1-2, lining up runway 2-1, right? Chevy 1-1, proceed direct waypoint 1 and contact radar on frequency Zack, 136.55. Och. Okay, copy. In the brakes. Oh, das war hart. So, Waypoint 1237 wollte er haben. Ungefähr 500. Ah, ich muss noch ein bisschen drehen. 237. Noch ein bisschen höher noch. Chevy 1-2, proceed direct waypoint 1, contact radar 136.55. Hat er mich gemeint? 1-2? Chevy 1-2, contact radar, frequency 136.55, good day.
Chevy 1-2, copy, contact radar at frequency 13655. Goodbye. 136. Super 5 o'clock position. 55. Chevy 22, does the radar bring your message? Chevy 22, what's current QNH setting? QNH setting is 30.28. Can you convert that to millimeters quicksilver? QNH is 769R. 769R. Standby, das kommt ein bisschen komisch vor, ich check das. Guard Chevy 12 checking in on frequency 136.55. Nix. Okay. Chevy 12, good day. You are identified. Continue climb 1200 meters. Break. Chevy 22, are you holding at waypoint 2 or continue waypoint 3? Climbing at 2000. Chevy 22 currently holding at waypoint 2. Copy. Maintain present altitude. Da müssen wir noch ein bisschen geben, wenn er da. So, maintaining 1000 on QV716. Da ist ein Airport. Das könnte North Vegas sein. Das heißt, da unten. Chevy 22, present altitude is 1000. Das heißt, das da ist diese Kreuzung. 1450. AFM. 2000 Meter climben wollte. Und dann Waypoint 2 war 249, ne? Okay, QNH should be 763. Okay, dann ist auch 769er realistisch. Dann wollte ich nur prüfen, danke. So. Resistor, you are south of McCarran. Would you like to have a heading to waypoint 2? Wenn's geht, Deutsch, Englisch, bitte. Soll ich dir ein Heading zu deinem nächsten Wegpunkt geben? Ja, bitte. Ich glaube, ich bin hier völlig verkehrt. Resistor, Heading 310 for 7 miles. So kommst du zu Wegpunkt 2. Okay. 310. Na, ich habe zu viel. Chevy 21, say further intentions. Would you like to stay at waypoint 2 or continue waypoint 3? Chevy 21, ich bin ein bisschen lost in space. Kannst du mal gerade sagen, wo ich genau bin? Ich mache hier momentan einen Orbit. You are very close waypoint 2. A little bit north. Oh, kurz gucken. Das ist dieser Dingens. 250 ungefähr. Chevy 21, traffic on your left side, half mile, Yak 52. 300 meters below. Copy that. Wir climben noch. 2000 war das. Chevy 12 on your 12 and 10 o'clock position, 2 traffic, Yak 52. Chevy 12. Chevy 12, be advised, they are below you. Say again, last. You are above the designated traffic.
third. Chevy 2-1, you're heading to waypoint 155 and 2.5 miles now. So, ich suche jetzt diesen Garten hier. You're heading da. To waypoint 2 is 3 miles and 155. Ich bin ein bisschen links davon. 155 for 3 miles. Mal gucken, von hier Chevy ungefähr dahin. 233. The advice transmission. Also mal kurz die Lausche aufsperren. Wir haben jetzt gerade alle versucht, Wegpunkt 2 zu finden. Wegpunkt 2 ist so ein komisch geformtes Becken. Ich bin jetzt gerade direkt darüber. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr seid, militärisch gesehen, könnt ihr folgenden Funkspruch sagen. Er sagt dann Raider oder Overlord oder wen ihr auch immer dann anruft. In dem Fall Nellis Raider, weil wir gerade mit Nellis Raider funken. Nellis Raider, Alpha Check from Waypoint und dann den Waypoint. Beziehungsweise ihr könnt auch sagen Alpha Check to Waypoint in dem Fall. Oder ihr könnt sagen Alpha Check from Homeplate. Dann kriegt ihr eure Entfernung und euren Kurs von eurer Heimatbasis, in dem Fall Nellis. Dann könnt ihr selber auf die Karte gehen und könnt auf der Karte plotten, wo ihr gerade seid. Oder ihr könnt es auch mit den Wegpunkten machen. Wenn ihr natürlich keine Wegpunkte auf der F10-Karte aufgemalt habt, so wie wir das jetzt haben, dann müsst ihr irgendwas nehmen, wo das Radar oder der GCI oder der Controller sein Lineal ansetzen kann. Habt ihr alle ungefähr verstanden, wie das gehen soll? Ja, copy. Zieh mal Kopf. Mach mal vor, Banana. Nellis Traffic, request Alpha Check from McCarran. Station calling, confirm your Chevy 22. Chevy 22, request Alpha Check from McCarran. Chevy 22, Alpha Check McCarran, heading 294 for 7 miles. 29447. So, ich muss mal gucken. Eben muss der Banana ziemlich direkt bei mir sein. So, und man sieht da, ich habe auf der Karte eine Markierung gemacht, wo mir der Typ gesagt hat, wo ich bin. Hat jetzt natürlich keinen Namen. Aber das könnt ihr theoretisch genauso machen. Ein bisschen schnell, ich soll vielleicht ein bisschen zurückgehen. Was ist denn hier? Also dieser scheiß Kompass hier, der geht mir auf Eier, ehrlich. Also der Kompass müsste ganz normal funktionieren, wenn du den Circuit Breaker reingemacht hast. Hast du alle Circuit Breaker angemacht? Ja klar. Ich rede von dem manuellen Kompass da oben, ne? Auf den manuellen Kompass kannst du den nicht verlassen. Der Schnapskompass, der oben rechts ist, hat immer einen Drift. Der braucht immer ein paar Sekunden, bis der hinterherkommt. Für beschleunigten Flug ist der nicht geeignet. Das heißt, beim Steigen, beim Sinken und beim Kurvenmachen stimmt dieser Kompass oben rechts nicht. Mit dem Gebirge, ah, ja, das muss klar. So eine Art gut, okay. Ding ist sein hier. Den Kompass, den du suchst, der ist unter deinem künstlichen Horizont. Und der ist denn der Jack tatsächlich sogar korrigiert mit einem Gyro. Das heißt, der wird immer mal wieder geupdatet nach diesem Kompass oben rechts. Und auf dem siehst du das Heading, das du fliegst. Muss irgendwo Dorf ja, okay. sein hier. So, da es uns nicht viel bringt, wenn wir jetzt alle gleichzeitig bei Wegpunkt 2 ankommen, die Wegpunkt 2 haben, können weiterfliegen nach Wegpunkt 3. Die Wegpunkt 2 noch nicht haben, dann bitte nach der gerade eben vorgeführten Methode versuchen, sich zu Wegpunkt 2 navigieren zu lassen. Ihr könnt, wie gesagt, auch einen Alpha-Check to, also einen Alpha-Check zum Wegpunkt machen, oder ihr könnt einen Alpha-Check von einer anderen Position haben. Je nachdem sagt euch dann der Traffic-Controller, was ihr wissen wollt. Entweder das Heading, das ihr fliegen müsst, oder von einer fixen Position ein Heading, um eure eigene Position markieren zu können.
Chevy 1-2 copy, ich suche gerade Waypoint 3, ich bin gerade über 3. Oh, Streber. Chevy 1-2, please maintain 2500 meters on local QNH. QNH is 769. 1-2 copy, 769. And 2500 meters. Chevy 1-2 copy, ich kann aber nicht viel tiefer fliegen, weil sonst krache ich hier in die Berge, ne? Ich wollte dich auch steigen lassen. Say altitude in meters. 2300. I said 2500. Climb 2500 or higher. Chevy 1-2. Climbing. Nellis Radar, Chevy 2-2. 2-2, go ahead. Da ist der Wegpunkt. Chevy 2-2, request climb on altitude 2500 with QNH 796 and request alpha check to waypoint 3. Chevy 2-2, correction, QNH is 769. Correction, 769. And alpha check to waypoint 3 is 12.5 nautical miles, heading 238, and say requested altitude. 89. Requested altitude 2500. Climb maintain 2500 meters. Climb and maintain 2500. Next waypoint on 238 for 15, I guess. Now it's 11 miles for 238. 11. Chevy 1-1 over waypoint 2. Next waypoint, please. Stand by short. Chevy 2-1, you have traffic on your 1 o'clock, Yak 52, a little bit high. Do we have traffic inside? Traffic inside, Chevy 2-1. Chevy 2-1, continue waypoint 3, maintain all separation. Copy that, requesting altitude 2500 meters. Affirm, climb maintain 2500 meters, brake brake. Chevy 1-1, heading 230, waypoint 3 is at 13 miles. Copy. 230. Ich komme gar nicht zum Funken hier. Ich komme gar nicht zum Funken. Und ich orbite hier sicher im Grümpelzeug rum. Now 12 miles left. Okay. Yo, copy. Nellis Radar, Chevy 1-2, passing waypoint 3, heading to waypoint 4. Chevy 1-2, that's copied. Continue waypoint 4. Chevy 1-2. Navigation, baby! Pilotage! So, ich bin ein bisschen tief. Er wollte 2500 wollte haben. Ich bin ein bisschen knapp drunter. Mal mit der Mühle hier. Und ich bin auch ein bisschen schnell für Cruise Speed. Wäre so 2,17. Ja gut, ist gar nicht schlecht. Jetzt muss ich gucken, was ist das für ein... Wieder Wasser. Hat immer Wasser ausgesucht. Immer da vorne. Chevy 1-2, after passing waypoint 4, descend and maintain 1100 meters. Chevy 1-2, copy after passing waypoint 4, descending to 1200 meters.
after passing waypoint 4, descend and maintain 1,100 meters. Cherry 1-2, repeat descending to 1,100 meters after waypoint 4. Cherry 1-2, that's correct. Du bist hier tief. Alter, wieso bin ich jetzt so tief gefallen wieder? Bin ein bisschen... Nee. Und 90 ist mehr da drüben. Ich muss ein bisschen gucken. Das ist, wenn ich da rausgeguckt habe. Das muss irgendwie so ein See sein hier am Anfang. Guck mal. Ganz rechts außen so mittendrin See. Guck mal, wir sind ganz... Rechts außen, da vorne. Das könnte hinter der Baustelle sein, hinter den Krähen da. Gucken wir mal. Mittendrin das Zeug. Ja, noch mehr Wasser. Gucken wir mal. Das könnte auch näher sein. Das könnte da dieser Hügel sein. Da. Da. Das hier ist es. Yeah, yeah. Orientation, man. Is key. Wo ist es jetzt? Das habe ich doch gesehen vorhin. Da. Nellis Radar, Chevy 1-2, visual to waypoint 4, descending to 1,100 meter, continue flight to Henderson Airport. To standby. Komm, sag's mir, ich will's aufschreiben. Standby braucht er nicht bestätigen. Okay. Chevy 1-2, when passing waypoint 4, contact Henderson Airport at frequency 122.9er. Chevy 1-2, copy. After passing waypoint 4, continue Henderson Airport at 122.9er. Nellis Radar, Chevy 2-2. Chevy 2-2, Nellis, go ahead. Actual flight Henderson frequency should be 125.1, if I recall correctly. Yeah, my fault. Sorry for that. One, two, five, one, 100, oder? 1251 affirm. Cherry 1-2 copy, changing frequency to 125, 100. Last call. Henderson traffic, Chevy 1-2 checking in on frequency 125.100. Chevy 1-2, good day, you are identified. Traffic at 12 o'clock, passing right to left, same altitude, watch out for traffic. Chevy 1-2. Chevy 1-2, continue descent and overfly the field over the middle, report over the field. Chevy 1-2. So, 1100 wollt ihr haben und report over the field. Das müssen wir mal kurz gucken. 109.
Eine 9, ich muss so ein bisschen drehen wahrscheinlich. Ich sehe das olle Airfield nicht. Ah, da drüben. Mit viel. Was haben wir denn für Runways? 17 und 35. Oh. ...1100 wollt ihr haben? Oh, jetzt muss ich gucken. Mal ein bisschen geben. Bin ein bisschen tief gleich. Breaking over the field wurde haben. Anderson Traffic, JV12 breaking over midfield at 1100. Ja, nein, vielleicht. JV12, you are inside. Active runway is runway 17 right. Join downwind. Correction, join traffic pattern runway 17 right. Report on final. Shall we want to copy active runway? Is 17 right. Joining downwind. Report on final. Request QFE. QFE is unknown, but stand by. Show 1-2, stand by. Airport elevation is 760 meters. 760 meters, copy. Keine Ahnung, was er damit meint, aber ist okay. Chevy 2-2, do we have waypoint 4 inside? Falscher Kanal. Anderson Traffic, Chevy 1-2 on base, runway 17 right, gear down and lock. Chevy 1-2, runway 17 right, you are clear to land. Chevy 1-2. Ich muss ja trotzdem die ganzen Örtlichkeiten durchgeben, oder? Auch mit besetztem ATC. Negativ, da sagst du nur das, was dir gesagt wird. Okay. Oh. Oh. Jetzt nicht die Landung verkacken, ey. Also, Flaps down, Gear down.
Henderson Traffic, Chevy 1 to runway vacated. Muss ich theoretisch warten hier. Stall. Wo bin ich denn? Foxtrot. Sehe ich nicht. Es kommt nach Foxtrot. Anderson Traffic, Chevy 1-2, wo möchtest du mich hinhaben? Chevy 1-2, continue straight ahead, and then on the left side, on your left-hand side, you have Bravo 04 to Bravo 01 waypoints. Take a stand of your choice. Copy. Straight ahead to Bravo 74. Chevy 2-2 Henderson Tower, on altitude 1100, just north of the field, for full stop. Das kann ich irgendwo... Copy, overfly the field and thereafter join traffic pattern for runway 17 right, report final. Chevy 22 for traffic pattern 17 right, next downwind. Affirm and be advised, active runway is 17 right, 17 right. Active 17 right. So. Was mit den Metern habe ich überhaupt nicht verstanden mit dem Dingens. Was er da gesagt hat, das habe ich überhaupt nicht verstanden. So, Ground Crew, Rearmory, Fuel, voll. Request Refueling. Request das habe ich nicht ganz verstanden, was er mir gesagt hat mit der Höhe. Er viel höher hat er mir gesagt, aber was ich da eindrehen musste. Chevy 22, confirm you are cleared for traffic pattern. Chevy 22, yeah, I was just mistaken. Not cleared for right-hand traffic pattern, cleared for traffic pattern 17 right. Yeah, that's it. Refueling complete. Ah, Speedwarnung. So. Gucken wir mal. Haben wir nicht schlecht, sind wir nicht schlecht geflogen hier. Also das Kreuz, da haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Da hat uns aber der, Flugplatz ein bisschen geholfen, dann haben wir es gefunden. Das zweite fand ich jetzt nicht so schwierig zu finden. Das dritte waren wir ein bisschen zu... das rausgelöscht. Mountain Springs. Irgendwie hat das rausgelöscht. Hier, Mountain Springs. War ein bisschen zu nördlich. Haben wir dann aber gefunden. Mussten wir hier drehen. Das Problem ist, wir mussten halt immer mit Funken warten. War ein bisschen viel Verkehr. Das letzte hier haben wir auch nicht schlecht gefunden.
Genau. Mountain Springs ging gut. Das letzte war eigentlich auch ziemlich easy clap mit diesem Seezeug. Anderson haben wir auch easy gefunden. Jetzt müssen wir dann noch zurück nach Nellis finden. Auf die Runway active war, was war active? 2-1 right. Da müssen wir wahrscheinlich auch wieder right oder left 2-1 landen. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich außerhalb der Stadt lang fliegen müssen. Mal sehen. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, was sie von uns wollen. Ah, oh, das nervt ein bisschen. Generator fault. Danger speed. Chevy 22, runway 17 right, you're clear to land. After landing, vacate the runway to the right. Chevy 22, clear to land, 17 right, vacating to the right, and Chevy 1, Chevy 22 on base, gear down is locked. On, yeah. Gear down locked. Chevy 21, are you on my frequency? Copy Chevy 21 on frequency. So, no way. Chevy 21, turn right heading 180, descend and maintain 1100 meters. Turning right, 180, descending 1100 meters, Chevy 21. Da kommt eine Banane! Chevy 21, report airport in sight. Chevy 21, reporting airport in sight. Ja, wir haben eben hier, das steht hier, das hat er gemacht, da. Moment. Ah, ihr könnt das gar nicht sehen. Ich kann das kurz. Er hat da so ein schönes Blatt gemacht, der Banana, wo alles draufsteht. Und hier steht dann der Cruise Speed. Das könnt ihr nicht sehen. Fuck. Come on. Da steht Cruise Speed. Cruise Speed für die Jagd, ne? Genau. Schöne Checkliste gemacht. Alles wunderbar. Könnt ihr schwer lesen halt. Chevy 22 runway located via Echo. Chevy 22 copy, continue via Echo, and the other Yak 52 is on Bravo 01. Please park on Bravo 02. This is on your left side and in front of Chevy 12. Chevy 22, taxi via Echo to Bravo 02. Survival radio check 125.1. Oh, Survival! Standby. Chevy 22 for Chevy 12. Chevy 22. Bin ich jetzt hier wieder falsch reingefahren? Chevy 21 heading 090, maintain present altitude. Hat richtig. Turning 090, maintaining altitude, Chevy 21. Hat das Kanopy offen? Will ich auch aufmachen. Survival ist hier. Holy Macaroni. Good boy. Good boy. Wir stehen schon richtig, Banane, oder? Oder hätte ich von der anderen Seite rein müssen? Richtig. Chevy 201, Joint Traffic Pattern, Runway 17 right. Joining Traffic Pattern for Runway 17 right, correct? Alpha. Copy, Chevy 21. Da sind die
Ich verstehe die Striche gerade nicht. Ich bin von hier reingefahren. Und hier wieder raus. Ich weiß nicht, ob wir auch hier durch hätten sollen und dann von hinten hoch. Nee, stimmt schon. Zwei sind, glaube ich, die Reifen hier. Aber ich sehe gerade nicht. Ja, die Linien sind ein bisschen scheiße. Man sieht das nicht richtig, ne? Schwierig. Ah, da wäre... Das ist eine Taxilinie da. Henderson Tower, Chevy 22 leaving frequency, bis gleich. Bis gleich. Henderson Tower, Chevy 21, on downwind runway 17 right. Chevy 21, runway 17 right, you're clear to land. Dann darf ich kommen, Baby! Irgendwer hat Bananas Markierung gelöscht. Hier oben. Ja, ich nicht. Ist ja nicht nett. Irgendwer hat die Markierung gelöscht. Uncool. Henderson Tower, Chevy 21 und Final Runway 17 right, Gear down and locked. Survival! Eigentlich können wir euch hier noch ein bisschen. Bisschen Sound reinklatschen, ne? Der böse geklungen, der Mann. Böse geklungen. Der ist, glaube ich, nicht zufrieden mit mir. Oh, wie böse Sachen gemacht. Oh, nein, 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 nein. Henderson Tower, Chevy 21, runway is vacated. Current position is holding point Echo. Requesting Echo. Taxi to parking position. Echo. Chevy 21, continue taxi straight ahead via Echo. There are two Yak 52 on your left hand side, you can park next to them. Copy that, inside Continuum Taxi, Chevy 21.
Ja, ich habe eben gedacht, die Banana ist zurück ins SRS gegangen, ne? Henderson Tower, OC-11 request landing for a full stop. Over. OC-11, continue direct Henderson expect. Instructions. Chevy 1-1, so auf der Frequenz. Was ist da? Wir haben alle die Maschine ausgemacht. Henderson, Chevy 1-1, inbound. Ah, Chevy 1-1, this is Henderson Airfield, you are identified. Please turn left heading 090. Das war jetzt links auf Kurs 090. Request rearming. Copy. Ja, copy. 090. Banana. Ein Banana. Stehe ein bisschen schief. Henderson, welche Landebahn? 35 links oder rechts? Resistor, Chevy 1-1, active runway is 1-7 right. Du musst noch einmal um den Platz rum, ich leite dich. Okay. Fliege einfach die Platzrunde so, wie du sie kennst. Ja, okay. Resistor ist ein bisschen hoch. Oh. Und falls du sie nicht kennst, dir wird geholfen. Keine Angst. Ein bisschen hoch, finde ich. Das weiß ich doch. Chevy 1-1, bitte melde Flugplatz in Sicht. Ja, Flugplatz in Sicht. Chevy 1-1, dann jetzt eine Linkskurve und flieg in die Platzrunde Piste 1-7 rechts. Copy 1-7 rechts. Ist aber ein bisschen hoch, finde ich. Oder nicht? Das ist noch mehr als 400 Meter. Na, gucke ich mal auf meinem schlauen Zettel hier. Landing Pattern 440 Meter. AGL. Prop full. The base reduzieren auf 160. Gear down, flaps down. OC 1-1, you are now 4 miles out of Henderson. Proceed long final or runway 17 right. We have traffic in the pattern. Traffic in the pattern. Yeah. Downwind. This is OC 1-1. Copy, Bushel to Henderson Airport.
Fliegt der mit dem Hubschrauber, der Mann, oder was? Ja, Chevy 1-1, you're clear to land, runway 1. Der fliegt da mit dem Hubschrauber. Wenn du die Bahn siehst, kannst du landen, wie es dir passt. Alles gleich, danke. Da kommt er. Uzi 1-1, turn left heading 090, delay vector due to traffic. Oh, ich war nur. Wie frech. Uzi 1-1, there's traffic on your 2 o'clock, same altitude, just joining base. Do you have traffic inside? Rotary Aircraft haben andere Höhen, ne? No, we should. Hubschrauber. Jack. Uzi 1, we should. Uzi 1-1, follow the Yak 52 on the final, maintain own separation. Uzi 1-1, roger. Register, turn left to final, and runway 17 left, right. Uzi 1-1, traffic is 1 mile ahead, maintain on separation, caution. Uzi 1-1, traffic is 1 mile ahead, follow the traffic with own distance, and caution wake turbulence. Uzi 1-1, roger. So, Maschine ist an. Das ist doch go around. Go around, go around, go around. Go around. Nicht! Nein! Uzi 1-1 on final runway 17, right. Chevy 1-1, jetzt rechts auf Taxiway Echo und dann geradeaus, da siehst du die drei anderen Yaks stehen. Du kannst daneben parken. Copy. Uzi 1-1, you're clear to land, runway 17. Geil, right. Alle sind hier. Continue alle sind hier. Until Taxiway Echo. Mit einem U1, guck dann, wie schön. Uzi 1-1, roger, Taxiway Echo. Boah, hört ihr das? Hört ihr es? Hört euch an. Landing Light an. Ja, geil. Geschafft. Ja, geil. Ja, geil. Ah, ich muss auch wieder U1 fliegen ein bisschen. Das Ding ist schon geil. Dieses Klopfen der Rotoren, das ist einfach... Oh, ich freue mich so auf den Hind oder die Kiowa. 1-1, continue air taxi on the runway. Bum, bum, bum. 1-1, roger. Bum, 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 bum. Es ist doch... Ja? Einmal die Kiste ausmachen, dann wieder voll tanken und dann wieder anmachen. Alles klar. Hört's euch an.
Brumm, 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 brumm. Ah, ich muss mich auch in den Uhr einsetzen, ey. Uzi 1-1, Air Taxi, next taxiway to the right, that's Echo, continue via Echo. Uzi 1-1, copy. Schön, ich muss mir für den UH1 ein bisschen Kurven anpassen, für Pitch und so. Da Uzi 1-1 für Chevy 2-2. Uzi 1-1. Bist du von Creech hierher geflogen? Copy. Nice one. Soll ich die gleich schon wieder anschubsen? Wenn die Maschine vollgetankt ist, ja. Traffic. Runway vacated. Geil, hört's euch an! Uzi 1-1, there are 4 Yak 52 on the apron. Taxi nearby, but don't crash and take a stand of your choice. Uzi 1-1, copy. I take the left side. Naja, Hubschrauber fliegen kann er schon, der Mann. Boah. Good job, guys. Boah, im Vergleich zur UH1 ist der Antrieb da, der Motor, der Jack ja ein Witz, ne? Euch, ihr könnt euch aussuchen, entweder zurück nach Nellis oder wir fliegen weiter nach Jean und dann würde ich schauen, dass ich es vielleicht so anrichte, dass wir dann beim nächsten Mal von Jean starten. Beides ungefähr gleich weit weg. Mir ist wurscht. Ich würde euch Jean empfehlen, da gibt es eine gute Landmark, da müsst ihr einfach nur einer Straße folgen. Okay. Ja, Jean wäre doch mal was anderes, ja. Ne? Haben wir noch mal 2 Minuten? Ja. Das ja, Ding macht Lärm, ey! Ich komm gleich wieder. Tup, 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 tup. Boah, geil. Wie geil. Ja, Hubschrauber. Ich muss mal hier wieder einen Hubschrauber setzen. Ich muss halt die Kurve ein bisschen anpassen noch. Bin letztens gerade geflogen. Das heißt, letztens gestern. Mit dem UH1. Hammer Gerät. Ich höre nur Hubschrauber. Henderson Tower, Chevy 22. Chevy 22, go ahead. Chevy 22, Yak 52, correction, Yak 52, on the apron, parking position Bravo 02, VFR, request taxi to the active runway for aerobatics over the mine of Sloan, just south west of the field. Was? What? 22, that's copied. Active runway 17 right. Taxi to the runway standby. Chevy 22, taxi to active runway 17 right via the apron and taxiway Alpha. Chevy 22 to holding point 17 right via apron and Alpha.
35? Chevy 22 for Chevy 21. Chevy 22. Wie ist das so weitere Vorgehen? Was machen wir? Also das weitere Vorgehen. Ja, Tanknot. Hast du schon getankt? Getankt habe ich ja. Okay, verstanden. Dann so wie gewohnt wieder ganz normal per Funk melden und wünsch dir eine Route Richtung Jean. Weiß nicht, ob dir der Air Traffic Controller sie gibt oder ob du sie selber finden musst. Okay. Chevy 22, this is Henderson. After aerobatics at Sloan, would you like to return to Henderson or continue to another destination? Chevy 22, after aerobatics, I will follow the other yaks to Jean. Okay, good copy. Henderson Tower, Chevy 21, requesting startup for flight to Jean. Chevy 21, clear for startup. Anderson traffic, Chevy 12 request taxi to runway for departure, direction airfield Jean. Chevy 12, repeat your request. Chevy 12 repeating, request taxi to active runway for departure, direction airport Jean. Chevy 12, taxi holding point runway 17 right via Alpha. Chevy 12. Chevy 22, are you ready for departure? Ja, Chevy 11 möchte auch nach Jean und möchte auch gerne starten. Chevy 22, stand by. I'm just confused by the taxiways because there's a parallel to Alpha which has no designation apparently. Ah, yeah, I see, but now, once I'm right, it's on your 12 o'clock. Yeah, copy. Salut! Chevy 22 not ready for departure yet. Henderson Tower, Chevy 21, request taxi to runway. Chevy 21, taxi runway to runway 17 right via Alpha. Taxi to 17 right via Alpha, Chevy 21. Ah, diese Bremse und diese Steuerung, du. Chevy 11, ich folge denen ganz unauffällig. Chevy 11, you're clear to taxi to runway 17 right via Alpha, follow the company. Henderson Tower, UC 11, request hover check. Hover check. UC 11, standby hold position, Yak 52 is very close to you. Richtig geil, Alter! OZ-11 cleared for hover check. Hüpf, hüpf, hüpf. Chevy 22. Holding short, 17, right in hotel, ready for departure. Last station,
holding short 17 right in hotel ready for departure. Chevy 22, you're cleared for takeoff runway 17 right. Henderson traffic, UC 11 request, taxi to XD for south departure. Geil, mit Hubschrauberzeug, Alter, Chevy geil! Chevy 22 cleared for takeoff, 17 right. Mit ATC und Hubschrauber, jetzt ist hier mal richtig Betrieb, ey. Geil. Chevy 1-2, line up and rate, runway 17 right. Anderson traffic, Chevy 1-2, holding short, runway 1-2 right. 17 right. Last station, say again your cross. Chevy 1-2. Chevy 1-2, line up and wait, runway 17 right. Chevy 1-2. Chevy 22, when able, turn right, direct to Sloan. You are cleared for aerobatics overhead, Sloan. Do not cross the road, which is going north to south. Do not cross it to the east. Chevy 22, cleared, direct Sloan, and not crossing to the east. Chevy 1-2, you're cleared for takeoff. Runway 17 right. Chevy 1-2, taking off. Chevy 2-1 for Chevy 2-2. Chevy 2-1 hört. Kannst du mir mal die Platzhöhe in Metern bei QNH-Setting sagen? Moment. 800 Meter. Verstanden. Anderson Traffic, Chevy 1-2 Airborne. Chevy 1-2, continue heading 180 for 4 miles and report 4 miles out. Chevy 1-2, copy heading 1. Say again. Heading 180, break. Chevy 2-1, line up and rate, runway 17 right. 180, copy. For 4 miles. Henderson traffic, UC 11 request taxi to active for south departure. UC 11 taxi towards runway 17 right. You may taxi via Echo. You do not need taxi to the holding point. Just taxi into Echo and hold short runway 17 right. Copy, taxi Echo for holding short. Chevy 21 runway 17 right. You're cleared for takeoff. 17 right, cleared for takeoff, Chevy 21. Chevy 11, holding short and ready for departure to Gene. Chevy 11, behind. Chevy 11, vor der startenden Jagd 52. Also, wenn die Jagd 52 vor dir gestartet ist, darfst du aufholen. Alles klar. Chevy 1-2, continue heading 240, so you will find the route which goes direct to Gene. Chevy 1-2, copy, heading 240. Jungs, sorry, ich muss für ein paar Minuten kurz raus, ihr müsst euch kurz selber organisieren. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, ich bin gleich wieder da. Ich versuche mich zu beeilen, aber 5 Minuten dauert es. So. Thank you, John. Alles klar. Oh. Soll ich das vielleicht zumachen? All flights be advised, Henderson, for the moment uncontrolled airfield, just report your intentions. No clearance is required.
Also keine Freigaben. Ihr braucht keine Freigaben, einfach nur sagen, was er macht. Jean. Okay. Anderson Traffic, Chevy 21, Airborne, turning left towards Jean, climbing to 2000 meters. Chevy 1-1 ready for departure. Ja, und geht los. Oh, theoretisch kannst du einfach sagen, Chevy, wie auch immer du heißt, departing runway 17 right. Chevy 22 for Chevy 12. Chevy 1-1 rotate. Chevy 22 hört. Der Jean Airport hat keine Frequenz. Jo, da bleiben wir dann auf Guard, außer der Rösti gibt uns dann eine. Also sobald ihr die nähere Platzumgebung verlassen habt, einfach auf die 13655, auf unsere alte Guard-Frequenz und dann geht's weiter. Chevy 12, copy, change frequency to Guard 136.55. Ein bisschen hoch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da landen soll oder was soll ich denn tun? Jean Traffic, Chevy 12 inbound from the north. I'm back. Copy. Jean Traffic, Chevy 12 inbound from the north. please contact Jean Tower frequency 122.9. Copy, 122.9. War das nicht der andere Airport? Nein, 122.9. 122.9, copy. Jean Traffic, Chevy 11, checking in on frequency 122.9. Ja, nein. Jean Traffic, Chevy 12 inbound from the north.
Ja. Chevy 1-2, this is Gene. How do you hear? Chevy 1-2, copy. Read you. Chevy 1-2 inbound for stop and go and pattern work. Chevy 1-2, say again, please. Chevy 1-2, say again, inbound from the north for touch and go. Copy that. Please join the right down right traffic pattern for runway 02 right. Correction. Please make a straight final runway 02 right when able. Chevy 1-2 copy. Straight final for runway 20 right. Tower Chevy 22. Chevy 22, hello, you are identified. Continue the approach and join the right traffic pattern for runway 20 right. Right hand traffic pattern for 20 right. Chevy 22, request next altitude on downwind. Gene traffic, Chevy 1-2 on short final runway 21 right for touch and go. Chevy 2-2, 1200 meters. Chevy 2-2, 1200, reporting next downward. Chevy 1-2, you are clear to land. Chevy 1-2. Gene traffic, Chevy 1-2 airborne. Chevy 1-2, join right traffic pattern, report downwind. Chevy 1-2. Chevy 2-1, checking in on frequency 122.9. Chevy 2-1, hello. Continue direct to Gene. Overfly the airport at 1,500, 1,500 meters or above. Report over overhead the field. Copy that. Overflying the airfield. Current altitude is 2,000 meters. Chevy 2-1. Chevy 2-2, do you have traffic on downwind inside? Correction, right downwind. Chevy 22 traffic, not Chevy 22 traffic inside. Chevy 22, follow the designated traffic with on distance and report when you're in the pattern. Chevy 22, following the traffic, reporting next downwind. T
routine traffic, Chevy 12 on right, downwind for runway 20 right. Touch and go. Chevy 12, you are cleared for touch and go. Chevy 22 on right hand, downwind 20 right for touch and go. Gene traffic, Chevy 12 on right base, gear down and lock. Chevy 22, continue your number 2. Chevy 22, number 2. Chevy 21, descend 1,200 meters and in right right traffic pattern for runway 20 right. Descending to what altitude, please? 1,200 meters. Descending to 1,200 meters, entering right hand pattern. Chevy 21. Gene traffic, Chevy 12 on short final runway 20 right, touch and go. Chevy 12, you are cleared for touch and go. Chevy 22 right base 20 right for touch and go, gears down and locked. Chevy 22, continue. Chevy 22, continue. Gene traffic, Chevy 12 airborne. Chevy 22, runway 20 right, you're clear to land. Chevy 22, 27 right, clear to land, just be advised, requesting touch and go. Ah, copy that, you're cleared for touch and go. Clear touch and go, 20 right, Chevy 22. Chevy 12, continue present heading, there's traffic on your right hand side on in the pattern report inside. Chevy 12, copy. Traffic inside. You have the traffic inside. Okay, continue right hand traffic pattern, follow the traffic. Chevy 12, copy, continue right hand traffic pattern. Uzi 11, do you have the field inside? Uzi 11, negative. Uzi 11, turn right heading 270. Gene Tower, Chevy 21 on right downwind, requesting landing for the Django. Chevy 21, you're cleared for touch and go, runway 20 right. Cleared for touch and go, runway 20 right, Chevy 21. Chevy 22 airborne, request left hand traffic pattern for 20 left, full stop. Chevy 22, you're cleared for left hand pattern. Chevy 22 left hand pattern. Gene traffic, Chevy 12 on right downwind, runway 27 right for full stop. Chevy 12, your number 2, continue. Chevy 12. Bisschen schnell. Uzi 11, traffic 12 o'clock, opposite direction for 3 miles. Do we have traffic inside? This is Uzi 11 on my 2 o'clock. Confirm 2 o'clock.
Request Landing vor, full stop. Gene Tower, Chevy 2-1 on final for touch and go, runway 20 right. Chevy 2-1, you are cleared for a touch and go, runway 20 right. Cleared for touch and go, Chevy 2-1. Chevy 2-2 on downwind, 20 left for full stop. Chevy 2-2, continue, report final, runway 20 left. Chevy 2-2, final, next 20 left. Chevy 1-2 on right base, runway 20 right, gear down and lock. Uzi 1-1, do you have the traffic in the pattern, in the left-hand pattern inside? Copy, 1 Yak is on my 12 o'clock. Follow the traffic, you are in the traffic pattern for runway 20 left. Copy, 20 left. Chevy 1-2 on final runway 20 right, full stop. Chevy 1-2 abort, turn right, abort, turn right. 1-2 abort. Abort, turn right, Chevy 1-2, abort, Rechtsdrehung. Chevy 2-2 on final. Chevy 2-2 clear to land, runway 20 left. Yeah. Chevy 2-2 clear to land, 20 left. Chevy 1-2, climb 1,200 meters and overfly the field. Chevy 1-2, climbing 1,000 meter, overfly the field. Chevy 1-2, ich habe euch ein bisschen nah gehabt für Anflug 2-0 rechts und 2-0 links, deswegen habe ich dich rausgedreht. 1-2, go. Gene Tower, Chevy 2-1 on right downwind runway 20 right, requesting full stop landing. Chevy 2-1, that's copied, extend downwind. Extending downwind, Chevy 2-1. Chevy 1-2, turn right and join right downwind runway 20 right, brake brake. Uzi 1-1, continue final runway 20 left. Chevy 1-2, copy. Uzi 1-1, continue final. 20 left. Chevy 2-2, exit runway to the right and hold short runway 20 right. Report runway vacated. Chevy 2-2, runway vacated, holding short 20 right. Uzi 1-1, clear to land runway 20 left and exit the runway at first chance to the right. Chevy 2-1, join long final runway 20 right. Joining long final runway 20 right, Chevy 2-1. Chevy 1-2, extend right downwind runway 20 right until advised. Chevy 1-2. Chevy 1-1, bitte 300 Meter steigen und dieses Heading beibehalten. Chevy 1-1, Resistor, hörst du mich? Ja, Copies. 300 Meter steigen und Richtung beibehalten. Korrekt. Chevy 1-2, do you have traffic on long final on your 2 o'clock inside? Chevy 1-2, copy inside. Chevy 1-2, follow the traffic with own distance. Chevy 1-2.
Chevy 22, you're clear to cross runway 20 right, expedite crossing. Chevy 22, clear to cross 20 right. Expedite. In traffic, OC 11, 20 left, vacated. OC 11, hold position. Chevy 220 right, vacated. Chevy 21, runway 20 right, you're clear to land. 20 right, clear to land, Chevy 21. Frage, ist das hier so windig? Ja, 6 Knoten. Nicht viel, aber auch nicht wenig. Genauso ein Mittelmaß. Boah, die ist ja schlimmer als mein Uzi, Pferd, ey. Uzi 11, landing traffic, runway 20 right is 1 mile out, report traffic inside. Uzi 11, traffic inside. Uzi 11, after landing traffic, you're clear to cross runway 20 right behind. Uzi 11, copy. Chevy 11 to Gene inbound. Uzi 11, you are identified. Descend sinke auf 1200 Meter und melde dich über den Platz. Ja, copy. Chevy 12 on red base, gear down and lock. Uzi 12, copy. Preceding traffic is on the runway. Chevy 21, exit the runway to the right, next chance, and thereafter standby for ground instructions. Copy, Chevy 21. Uzi 11, air taxi to the ramp and take a stand of your choice. Uzi 11, copy. Gene Tower, Chevy 21, runway vacated. Gene traffic, Chevy 12 on really long final on runway 20 right. Continue. Chevy 21, continue taxi, then right turn and take a stand of your choice on the gate. Taxi to the right. Chevy 21. Ich werde mir nächste Woche werde ich mir die C101 holen und dann geht's damit weiter. Resistor, deine Position? Chevy 12, runway to the right, you're clear to land. Okay. Chevy 12. Chevy 12, we have a crash of the X-52 in the area. Do you have a wreckage inside? Chevy 12, negative. No visual. Copy, continue, and you're already clear to land. Chevy 12. So, nehmen wir das Ding nach Hause.
Ein bisschen früh, ne? Streng genommen bist du da vor Beginn der Landebahn aufgesetzt, aber gut. Ja, ich hab's gerade gemerkt. War ein bisschen Lampen im Weg noch. Chevy 1-2, exit the runway, next chance to the right hand side. Chevy 1-2, exiting the runway and runway vacated. Copy, continue to exit the right ahead and take a stand of your choice on the apron. Chevy 1-2, copy. Okay, an alle die Info, der Resistor ist abgestürzt, der ist schon im Discord und wenn der ja da dazukommt, dann machen wir ein kurzes Debriefing. OC11, leave frequency, Chini Airport. Goodbye. Will irgendwo hin, was hübsch ist. Chevy 2-1 on parking position, engines off, leaving frequency, Oh, das ist jetzt schlecht. Aber jetzt gar keine mehr. Ah, hier steht er gar nicht auf Parking-Position, ne? Oh Gott. Ich setze mich zwischen die Mustangs. Oder Spitfires, oder was es ist. Ja. Ja, die vier öffentlichen Parkpositionen sind leider schon voll. Mehr oder weniger. Ja, ich hab mich jetzt da zwischen die Hübschen gesetzt. Alles gut. Chevy 2-2 shutting down, leaving the frequency. Goodbye. Chevy 1-2 shutting down, leaving frequency. Sagt er nichts mehr. So. Das war alles in allem ziemlich gut. Bin recht zufrieden. Also ich muss sagen, heute war schön zu fliegen mit 90 FPS. Oh, neues Gerät, ne? Ja, hab ich heute eingebaut. Ich war ein bisschen neidisch auf den Hubschrauber. Warte. Nee, neues Motherboard, neue CPU. RAM muss ich noch mir ein paar holen. Also ich habe nur 16 GB zurzeit noch. Nur. Also da geht mein RAM schon auf so 60-70% hoch jetzt noch, ne? Bei DTS. Aber wenn ich jetzt noch ein, zwei hole, also auf 32 GB jetzt die nächsten paar Monate, dann müsste ich sich das ausgehen. Ja. Gute Mischung. Oh, ich war neidisch auf den UH1. Das Ding macht Lärm, das ist ja geil. Bin wieder da. Ja, aber ich bin heute auch schön geflogen, ey. War ich selbst von mir überrascht, ey. War jetzt das erste Mal, dass ich das mit ATC jetzt gemacht habe. Wie fandet ihr das denn? Ja, nice. Nice. Top. Gut, hast du gut gemacht. Ja, super. Alles unter Kontrolle gehabt. Auch gleich gesehen, wo die zwei da ein bisschen zu nah rangekommen sind da. Ja, das war,
sah schon sehr spät aus, als ich das gesagt habe, aber na gut. Ja. Ich hätte eine Bitte, Banana, vielleicht demnächst mal die Callsigns so ein bisschen, vielleicht auch 1, 2, 3, 4 oder von mir aus auch andere Namen, aber 2-1 und 1-2, das ist so ein bisschen schwierig. Ja, warum nehmen wir nicht einfach unsere eigenen Ingame-Namen, sag ich mal? Nee, das ist zu viel. Ich finde, man könnte mal Chevy 1, 2, 3, 4 oder Chevy okay. Und Pontiac und so, finde ich gut, aber eigenen Namen finde ich nicht. Okay. Das Problem ist, ich habe quasi in der Submission das alles so aufgesetzt, wenn du dich jetzt theoretisch beim AVAX meldest, dann hast du dort auch den Namen Chevy 1-1 und so ist das quasi alles aufgebaut. Da wir das mit der Jagd nicht machen, kann ich es bei der Jagd rein theoretisch abändern. Aber kannst du nicht auch Chevy 1 bis 4 benennen? Ja, könnte ich schon machen, ja. Weil das wird schon helfen, weil 2-1 und 1-2, da musste ich immer gucken, ach scheiße, wer ist das denn jetzt? Also das ist... Ja, der Duffy und ich, wir hatten halt quasi die Grünen, die Pick-Maschinen und die anderen beiden hatten sozusagen die Student-Maschinen, deswegen war das das. Ah, okay. Ja, gut. Aber ich fand's im Prinzip ganz gut. Jetzt bei Gene ist das halt immer ein bisschen eng gewesen, weil ich muss mir mal angewöhnen, dass ich die F10-Karte dann quasi immer mit dem gleichen Maßstab benutze. Weil ich konnte überhaupt nicht abschätzen, wenn da zwei nah waren, ob die jetzt nah sind oder nur auf der Karte nah aussehen. Mhm. Sieht man das nicht besser auf diesem Airwax-Ding? Es gibt doch diese Mod. Standalone. Das Lot ATC. Genau. Ja, aber das kostet, ne? Das brauchst eine Lizenz. Das ist ja. Ein Attack. Ah, okay. Du brauchst eine kostet eine Lizenz, kostet da, glaube ich, irgendwas bei 20 Euro oder sowas. Ach ja. Aber das sind eh immer wieder Dingens. Das sind eh immer wieder so Angebote. Weil das ist so wie bei TagView, da kannst du auch mehrere Lizenzen, zum Beispiel 10 Lizenzen kaufen, dann kriegst du halt ein bisschen billiger halt, ne? Ja. Müsste man halt mal sagen. Weil jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich gesehen drüben bei dem anderen Discord da, bei, glaube ich, KND oder wie die heißen da, oder bei OFS habe ich jetzt gerade gesehen, da macht gerade einer eine Sammelbestellung für die nächste TagView-Lizenz. Okay. Weil die haben auch ab und zu mal so Sales so. Mhm. Und da kriegst du auch die. Ja, ich weiß aber nicht, ob das einfacher wäre, dieses ATC-Ding. Keine Ahnung, schwierig. Es ist, im Endeffekt einfacher ist es schon, aber es ist, wie soll ich sagen, es ist komplexer. Es ist viel komplexer. Du siehst, ja. Du hast eine richtige Radaransicht von dem Gebiet halt, ne? Also ich käme damit, glaube ich, schon klar. Das fände ich eigentlich ganz gut, aber ich sehe gerade 25 Euro ist mir ein bisschen viel. Ja, meine ich ja, 20 Euro ist was habe ich, ja. Ja, also wenn man 1 bis 4 kauft, kostet 25 Euro, wenn man ab 5 kostet nur noch 20, aber das ist... Ja. Vielleicht schaue ich mir da mal was an. Du musst es auf dem Server auch noch installieren, dann brauchst du für den Server auch noch eine Lizenz, ne? Ah, okay. Ja, jetzt geht's los. Ja gut, wenn ich normalerweise den Server mache, ich habe ja eine Lizenz. Du hast eine Lizenz, okay. Ja. Aber ich schaue mir das gerade an, so viel besser ist das jetzt. Jo, ich weiß nicht. Eine Menge YouTube-Videos, Hoggit und sowas gibt es hier meistens immer. Ja, da habe ich neulich auch irgendwas gesehen. War das nicht von den Grim Reapers, wo er das ein bisschen vorgestellt hat? Ja. Mit Einstellungen und so. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ne, ich glaube, das war Spudnock, aber Grim Reapers, die tun noch über F10-Karte, glaube ich, den Lot ATC machen. Ja. Oder den GCI. Ja, oder kann auch sein. Ja. Halt irgendein YouTuber hat vor kurzem halt irgendwas was gemacht, ja. Jo, ich weiß nicht, ich habe das mal gesehen, vielleicht, aber ja. Naja, weiß ich nicht. Ja, war geil. Bin zufrieden. Ja, ich auch, ja. Ja, ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte mir mal das Tech-View auch gleich anschauen. Spaß gemacht hat halt schon. Ich bin nur mit meiner eigenen Leistung nicht so ganz zufrieden, gerade vom ersten Abschnitt. Ich war für die Sachen aus der Luft zu sehen, war ich für meinen Geschmack ein bisschen zu tief. Also ich war da am Anfang ein bisschen verloren. Ja, es war nicht leicht. Also der Anfang war eine echte Herausforderung. Man müsste jetzt auch ganz klar wissen, also du musst da... Sowas muss man auch üben eigentlich. Also bei jedem Platz, du lernst ja eigentlich, wo die Exit-Points sind. Und wenn nicht, dann kriegst du eigentlich immer ganz gut Vektoren.
Also ich habe den ersten Waypoint nur gefunden, weil hier nebendran das andere Airfield stand. Da war ja noch so ein Flugfeld nebendran. Und da so, oh, ich bin ja schon da. Was ich mal fragen wollte ist, es müsste doch auch irgendwo in den DCS-Dateien die, wie heißt die Charts geben, oder? Also das, was im Kniebrett ist, müsste man auch irgendwo auch anders aufrufen können. Das findest du. Ja, das findest du eben im Spieleordner. Findest du unter irgendwo unter Mission Edit oder unter Terrain. Findest du, glaube ich, die PDF-Dateien irgendwo. Okay, ich versuch's mal. Dafür, du hast aber den ersten Wegpunkt ganz gut gefunden. Ja, das war mehr oder weniger Zufall gewesen. Okay. Ich bin jetzt in DCS Open Beta und dann, weißt du wo? DCS Open Beta, dann gehst du auf Mods. Ah, unter Mods, ja, und dann. Und dann Terrain? Habe ich nicht, ich habe nur Aircraft und Tech da drin. Hast du nicht Terrain auch drinnen? Bist du jetzt bei den Saved Games oder bist du jetzt bei den... Ich bin in Saved Games. Ne, der musste in den Hauptordner musste gehen. Ah. Naja, ist Bestandteil vom Haupt... Die normalen Kniebord-Dinger sind Bestandteil vom Hauptspiel. Ja. Also warte über Programme und dann irgendwie Kill Dynamics. Ja. So, und dann Mods. Ja. Doch, ich bin recht zufrieden mit unserer und ganzen Leistung. War da... Airfield Taxiways? Nein. Nein, Kneeport. Ja. Na gut, aber liebe Zuschauer, ich glaube, wir wollen hier auch nicht länger werden. Das war eine gute Sache. Gute Sache. Oh Mann, auf Klar. die Idee hätte ich eher kommen müssen. Scheiße. Aber es gibt im Internet eine eigene, ich habe das irgendwo rumfliegen, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ich habe das eh, glaube ich, auf meinem Google Drive. Ich habe nämlich so eine... Ich würde sagen, das war's, liebe Zuschauer, for to die. Wir sehen uns. Vielleicht Dienstag, ich bin nicht ganz sicher, ob es mir reicht für den Dienstag. Dokument. Kann ich noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder. Arraik. Genau. Arraik wieder. Dienstag weiß ich noch nicht. Ich habe noch was anderes. Da sind alle drin. Werden wir sehen. Mal Freigabe. In dem Fall, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Liebe Freunde. Man sieht sich. Haut rein. Ah. Habe ich gar nicht gesehen. Simfighter Pilot. Ja. Dankeschön.